Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute Filo-Törtchen mit einer Zucchini-Füllung. Für unsere Filo-Törtchen nehmen wir schon einen fertigen Teig aus dem Kühlregal. Manche kennen ihn vielleicht auch unter dem Namen Jufka-Teig, je nachdem, wo ihr den holt. Ganz normal findet man den im Kühlregal, also wirklich total einfach mit der Handhabung. Wir werden die Blättchen zuschneiden, in unsere Muffinform geben, eine richtig tolle Füllung machen, noch dazu eine richtig tolle Creme. Das Ganze wird überbacken und nachher habt ihr ein richtig tolles Ergebnis. Und ich zeige euch nun die Zutaten. Als erstes werden wir jetzt die Zucchini hobeln. Da habe ich hier meinen Hobel. Den stelle ich jetzt auf die feinste Stufe ein. Das ist bei mir 1. Bei der Zucchini habe ich die Enden abgeschnitten und die werde ich jetzt einmal längs hobeln. Also dass ihr quasi solche langen Spaghettis rausbekommt. Wir machen jetzt weiter mit der Füllung und dafür nehme ich jetzt eine Zwiebel in den Mixtopf und die zerkleinern wir 3 Sekunden auf Stufe 5. Ich schiebe einmal alles mit dem Spatel runter. Jetzt dünsten wir das Ganze einmal an, also ein Esslöffel Öl kommt dazu. Dann wieder den Mixtopf aufsetzen, 2 Minuten, Varoma, Stufe 1. Zu den Zwiebeln kommen jetzt auch schon die Zucchini-Streifen. Die dünsten wir jetzt einmal mit an, 2 Minuten. Varoma, Linkslauf auf Stufe 1. So, das Ganze fülle ich jetzt einmal zurück in meine Schüssel. Die Mischung kann jetzt einmal abkühlen und wir zerkleinern in der Zeit eben die Petersilie. Da habe ich so eine Handvoll gewaschen und die kommt hier rein. Den Deckel einmal wieder aufsetzen. 4 Sekunden auf Stufe 5. Die zerkleinerte Petersilie habe ich hier jetzt schon dazugegeben und dazu kommen jetzt auch noch 2 Teelöffel Zitronenschale. Und das würzen wir jetzt noch einmal mit Salz und Pfeffer. Das müsst ihr dann einmal abschmecken. Und dann können wir das Ganze einmal umrühren. So wäre die Füllung jetzt schon einmal fertig. Wir machen jetzt einmal mit der Creme weiter. Den Mixtopf müssen wir nicht reinigen, das ist ja nur Petersilie, das ist nicht schlimm. Da kommen einmal 100 Gramm saure Sahne in den Mixtopf. Dazu kommen 2 Teelöffel Honig. Außerdem auch noch eine Kugel Mozzarella, die reiße ich hier so ein bisschen in grobe Stücke. Jetzt würzen wir das Ganze noch mit Salz und Pfeffer. Und wer mag, kann auch noch etwas Chili dazugeben. Dann setzen wir einmal wieder den Deckel auf und verrühren die Creme einmal 10 Sekunden. Auf Stufe 5. Unsere Füllung ist jetzt bereits schon fertig und die Creme haben wir ja auch. Hier habe ich mir jetzt Strudelteig, also ich habe jetzt hier diesen hier genommen, von Tante Fanny, der nennt sich ja Filo-Teig im Griechischen und Jufka-Teig im Türkischen. Hier sind jetzt 10 Strudelblätter drin, also die sind ja wirklich super fein und die schneiden wir jetzt in Quadrate.
Jetzt können wir das Ganze auch schon zusammensetzen. Ich habe hier jetzt schon meine Muffinform mit Backtrennspray gefettet. Hier habe ich mir etwas Öl genommen und wir müssen jetzt die einzelnen Filoteigblätter einfetten. Also mit dem Öl einfach so bepinseln. Und dann werden wir sie hier in die Form legen. Und zwar kommen immer drei Blätter in jede Form. Und zwar setzen wir die so ein bisschen versetzt rein. Und das machen wir jetzt einmal mit der ganzen Form. So, die Muffinförmchen habe ich jetzt alle ausgekleidet. Also ich bin mit 5 Teigblättern hingekommen und hatte da sogar noch ein paar übrig. Also die Hälfte der Packung reicht. So, als nächstes verteile ich darin jetzt die Zucchini-Füllung. Und die Flüssigkeit, die könnt ihr sogar etwas abgießen, denn die Zucchini wässert ja eben noch ein bisschen nach. So, da kommt überall was rein. Und dann können wir das immer so ein bisschen andrücken. Und auf den Törtchen kommt jetzt zum Schluss noch ein Klecks von der Füllung. Und den Backofen heizt sich gerade auch schon vor auf 160 Grad Heißluft. Die Törtchen werden jetzt für ca. 15 Minuten bei 160 Grad Heißluft gebacken. Und nun sind die Filo-Törtchen auch schon fertig. Also sehen richtig toll aus, schmecken richtig lecker. Der Strudelteig ist schön knusprig geworden, die Füllung ist perfekt durch. Also total toll. Ihr könnt super als Vorspeise servieren oder ihr nehmt es auch als Hauptgericht, macht noch einen tollen frischen Salat dazu. Dann habt ihr wirklich ein richtig leckeres Essen. Die genauen Mengenangaben schreibe ich auch noch auf elegant-kochen.de. Dann könnt ihr direkt loslegen. Und ihr könnt natürlich die Füllung immer variieren, der Jahreszeit anpassen, vielleicht auch mit Kürbis füllen, wie ihr eben mögt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder. Tschüss!